Hallo und herzlich willkommen zurück bei Minecraft, wo wir eine kleine Änderung hier haben, sage ich mal. Es sieht ein wenig anders aus jetzt und zwar deswegen, weil ich einfach mal momentan ein bisschen mit den Shadern rumspiele. Und ich dachte mir, ich teste das mal im Let's Play ein bisschen aus, wie das mit der Framerate aussieht und so weiter und so fort. Die hier so ein bisschen, die scheint nicht... Ja, hier scheint wohl irgendwo eine Höhle zu sein. Naja, die Framerate scheint momentan gerade nicht so glücklich zu sein. Aber wir spielen ja auch gerade mit der Urversion der Shader, die wir damals schon irgendwann mal drin hatten. Und jetzt auf 1.4.5 geupdatet. Und die wollte ich einfach mal ausprobieren. Und dazu haben wir hier auch die Default-Texturen, was für mich so ein bisschen, ach, das bringt so ein bisschen Retro-Feeling wieder zurück. So wie wir damals ja gespielt haben, vor Ewigkeiten mal. Und ich finde, das hat so ein bisschen was... von so einer eigenen Schönheit. Ich kann das gar nicht richtig sagen, aber hat schon was. Ne, das ist die Version, wer sich noch erinnert, wer schon so lange dabei ist, das ist die Version der Shader, die auch unterirdisch leider ein bisschen Schatten wirft. Wie man sieht, hier sieht man das ganz gut, wobei das könnte sogar noch, ja, das kommt von oben durch. Sieht hier ganz gut aus und die Fackeln spenden hier noch kein Licht. Ich bin momentan noch dran, das bleibt jetzt auch nur für die Aufnahme. Ich spiele gerade ein bisschen mit den Shadern rum und so weiter. Würd gerne mal wieder ein bisschen... ein bisschen was anderes bringen hier, ne? Wir haben jetzt so lange quasi immer mit der gleichen Optik da rumgehampelt, dass ich gerne einfach mal wieder ein bisschen Abwechslung drin hätte. Und die holen wir jetzt nach und nach wieder dazu, auch mit ein paar anderen Mods und so weiter und so fort. Das Einzige, was ich momentan noch nicht finde, ist der Farming-Mod, den ich ja gerne drin gehabt hätte, aber leider noch nicht gefunden habe. Ach, das sieht ja lustig aus jetzt. 10 Erde haben wir dabei, pass mal auf. Ich habe auch überlegt, wir machen mal den Fluss hier, bauen wir wahrscheinlich erstmal weg. Ne, der kommt erstmal weg. So wie er jetzt ist, ist er ja momentan relativ unbrauchbar. Also macht nicht so viel Sinn. Und vielleicht bauen wir den zumindest einen weiter weg oder sonst irgendwas. Und hier müssen wir auch nochmal... Der Zaun kommt einen weiter dahin. Da sind zwei. Da muss ich mal zählen. 1, 2. Hier mal 1, 2, 3. Und da vorne muss ich mal ganz kurz gucken. Haben wir da auch... Haben wir da 2 oder 3? Ne, da haben wir 3 Felder. Da hinten, das ist falsch. Hier, das ist richtig. Okay, naja, das schauen wir später nochmal. Haben wir noch ein bisschen Zeit. Hier fehlt auf jeden Fall Gravel. Das habe ich natürlich ausgerechnet nicht dabei, wie immer. Naja, können wir später alles machen. Jetzt können wir uns mal ein bisschen, ganz kurz ein bisschen umschauen. Ich will mal ganz kurz gucken, wie die neuen Sachen so aussehen. Jetzt ohne Texturenpack, das habe ich mir noch gar nicht so angeschaut. Zum Beispiel die Sachen, die dann beim Bauernhaus drüber hängen und so weiter und so fort. Ja, nun ja, es sieht aus wie eine Hacke. Blümchen sieht aus wie ein Blümchen, also es bleibt natürlich nicht immer so. Ich fand das vorher, ehrlich gesagt, ein bisschen schöner. Mit dem Minecraft-Texturenpack von der Honeyball sieht es natürlich um einiges besser aus. Ach, King Graham hängt bei uns am Kühlschrank, naja. Aber jetzt mal so für zwischendurch, lassen wir es mal ganz kurz. Hat so ein bisschen, ach, ich mag diesen Retro-Charme einfach. Muss ich ja zugeben, hat schon was. Und das mit den Shadern sowieso. Und die Minecraft-Shader habe ich momentan mit dem Ding ja nicht, die Minecraft-Texturenpacks mit den Shadern habe ich momentan nicht mit den aktuellen Shadern zum Laufen bekommen. Deswegen auch mal was mit den Defaults. So, jetzt ist aber ruhig geworden nach der lauten Musik. Mieze, Maunze, Moze, Maunz. Die Mieze liegt so nahe, dem Maunze, Moz. So, Koppelerde, hier müssen wir noch ein bisschen beschriften, weiß ich doch selber. Ich hole mir mal ganz kurz ein bisschen Erde aus unserem Gebälk, denn wir werden einiges an Erde brauchen. Ich weiß noch nicht genau, wie viel, wir werden aber auch einiges an Wasser brauchen. Mit Büschen würde ich auch gerne mal was probieren. Ich würde auch hier gerne mal noch einiges ändern, wobei das sieht hier schon soweit ganz gut aus, aber ich habe da noch so ein paar Ideen, die ich gerne ausbauen würde und so weiter und so fort. Also man kann hier noch eine Menge machen. Auch wenn das hier wegkommt, habe ich da noch tolle Ideen wieder. Habe ich mal so ein bisschen rumprobiert, was man da so machen könnte. Und ich glaube, das dürfte recht interessant werden. Wo ich noch nicht genau weiß, wie ich es mache, ist dieser Abschnitt hier. Zumal wir müssten dann, wenn das ein Becken wird, muss ich mal gucken, wie ich das dann mache. Ich würde schon gerne, dass das hier quasi so ein Wasserbecken wird und so weiter. Was ich dazu natürlich noch machen muss, erstens mal kommt hier dann Erde hin oder was auch immer. Da müsste ich die Wand zubauen oder ich müsste... Eigentlich müsste ich diese gesamte Wand hier mit Holz auskleiden, damit das dann noch hier quasi zum Gebäude gehört oder halt
In dem Falle mit Pflastersteinen. Das wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Oder wir machen es wirklich mit Erde. Ich bin mir da noch nicht sicher. Allerdings sollte ich mich langsam mal entscheiden. Sagen wir mal, ist das dann auf der Höhe? Ne, es müsste schon ein bisschen tiefer sein, ne? Machen wir mal hier. So, Ich probiere das gerade nur mal so rudimentär aus, ne? Wie das dann aussehen würde. Sagen wir mal, das ist jetzt auf der Höhe. Hier wird es dann eh nach oben gehen. Und dann gucke ich mal ganz kurz. Ach so, da haben wir es ja auch auf der Höhe. Genau, dann ist es ja die richtige Höhe. Dann müsste ich nur mal gucken, wie ich das am besten zubaue. Ich schau mal ganz kurz. Vielleicht müssen wir das Becken auch ein bisschen tiefer reißen. Ich weiß es noch nicht. Das geht ja dann relativ easy. Jetzt müsste ich nur hier dann angenommen, wir machen dann hier, zapp, zapp. Mache ich hier nochmal den hier und dann käme man hier quasi, ich könnte da oben natürlich auch noch Glas, hätte ich vielleicht machen sollen, mal gucken, sieht das aus? Naja gut, das sieht jetzt nicht so wunderschön aus, vielleicht kann man auch eine Tür reinmachen. Und dann können wir hier, das würde ich gerne mit Slabs machen, eher als mit dem normalen Krempel, dann könnten wir hier quasi wie im Staffel 2 Häuschen, machen wir hier quasi so eine Art Steg hin. Lecker Steg. Mit Kräuterbutter, so. Und dann machen wir sozusagen hier, das sind wie viel? 1, 2 Blöcke, dann haben wir hier 1, 2 Blöcke. Dann müsste es quasi bis dahin gehen, damit es gleichmäßig ist. Ich guck mal ganz kurz, wie das aussehen würde, wenn man das macht. Nur mal so von der Breite her, ob das überhaupt breit genug ist oder ob das dann eher schäbig aussieht. Weil ich hätte es schon vom Fenster her gern mittig gehabt. Wobei das Fenster natürlich nicht... Ach doch, da ist es mittig am Haus. Das würde sogar gehen. Sehe dann aber nicht ganz so imposant aus, ehrlich gesagt. Sieht dann mehr aus wie ein ganz normales Wasserbecken, wo man halt so einen Steg drüber hat. Was aber auch gar nicht schlimm ist, wenn wir das Hühnerspaßbad vielleicht hier runterbauen. Muss ich dann nochmal ausmessen, weiß ich noch nicht genau. Angenommen, wir hätten dann hier, sagen wir mal, zack. Dann hätten wir hier halt das Wasserbecken, ne? Das wäre jetzt, oder vielleicht machen wir es noch ein bisschen breiter. Weil hier sieht das sieht ja überhaupt nicht imposant aus. Das mache ich mal ganz kurz weg. Ich rede auch gerade ein bisschen ruhiger, ne? Das habe ich mir vorgenommen. Nicht immer, weil ich sonst immer so schreie die ganze Zeit. Und habe ich mir heute vorgenommen, rede ich mal einfach ein bisschen ruhiger. Sind ja auch ruhigere Tage hier. Ich finde es ein bisschen schade, dass bei diesem Shader hier die Fackeln noch nicht so leuchten. Da muss ich mal gucken. Ich werde dann in der nächsten Aufnahmesession, wie gesagt, werde ich dann den anderen Shader installieren. Ich werde diese Aufnahmesession auch nicht allzu lange machen. Das heißt, ich werde jetzt ein paar rudimentäre Sachen einbauen, pipapo. So, dass wir jetzt so ein bisschen rumtesten können. Und hinterher, komm, hier baue ich mal einfach, hier baue ich mal einfach so zu. Und hinter, ach Mann. Und hinterher kann ich im... Ach, Mann. Und hinterher kann ich immer noch gucken, dass ich die anderen Shader wieder einbauen kann. Und vor allen Dingen hier ist es natürlich jetzt relativ dunkel. So, ich baue hier mal zu. Dann kommt man da zwar nicht mehr hoch, aber wir wollen ja auch gar nicht mehr runter eigentlich. So, das wäre dann quasi, das sieht man natürlich alles sehr gut hier. Ah, ist doof, dass die Fackeln nicht so geil leuchten bisher. Die leuchten zwar so ein bisschen und hier sieht man, der Mond hat noch sehr viel Leuchtkraft, obwohl gerade Sonnenfinsternis ist. Aber das ist natürlich alles noch nicht aller Tage Abend. Nee, was? Ist natürlich noch nicht der Weisheit letzter Schluss. Ach, hier weißt du ja, irgend so ein Spondi-Spruch. Denn da werden wir uns noch was überlegen und ich überlege mir jetzt gerade, ob wir nicht die Fackeln vielleicht mal... Nee, die passen da gar nicht hin, schade. Ich dachte, die kann man jetzt hier vielleicht drunter machen. Das würde ganz cool aussehen. Aber leider wird das wohl eher nix. Hier müssen wir eh noch zumachen. Also hier nicht. Was ist das für eine grausige Musik? Ach, EverQuest 2. Naja, hört sich ja fantastisch an. So, ach Mensch, das ist mal wieder ganz... Für mich war wieder ganz was Neues mit Originaltexturen zu spielen. Wir haben jetzt so lange mit meine Kraft verbracht quasi, dass es immer so ein bisschen erschreckend ist, mit neuen Texturen zu spielen. Und vor allen Dingen gibt es jetzt wahrscheinlich ganz viele, die sagen, oh, sieht voll scheiße aus, bla bla bla. Naja, so sieht Minecraft halt nun mal normalerweise aus.
wenn wir mal ehrlich sein wollen. Oh, Effizienz. So, der Ordnung halber haue ich hier noch mal ein bisschen was ins Gebälk. Die Spitzhacke, die Effizienzspitzhacke, die werden wir später noch ein bisschen reparieren. Dazu bauen wir uns natürlich noch eine Schmiede und so weiter und so fort. Wir haben noch einiges auf der Agenda, was wir tun müssen. Ich habe auch noch einige andere Mods eingebaut übrigens. Oh, da fällt mir ein, ich wollte ja noch was enchanten. Uhuhuhuhu. So, hier will ich natürlich dann, dass es unten einfach Erde gibt. So, damit am Grunde des Wassers dann quasi auch Erde ist, so wie oben auch alles mit Wasser zu ist. Theoretisch könnte ich dann natürlich auch Glas machen, dass wir dann von unten gucken können, aber das sind alles so Sachen, die können wir später immer noch machen. Und genau ein Erdding haben wir natürlich zu wenig, ne? Ist ja ein Traum. Und raus kommen wir jetzt auch nicht mehr, ist natürlich noch ein größerer Traum. Okay, da pass auf, da mache ich mal hier so. Können wir später alles wieder wegbauen. Und da kommt dann quasi eine doppelte Erdschicht rein. Die habe ich jetzt natürlich nicht. Und da gießt man dann Wasser drauf. Wobei ich gucken muss, wie ich das dann mache. Hm. Muss ich mal schauen, wird schon irgendwie klappen. Ich lasse mich überraschen. Vielleicht muss ich da auch noch ein bisschen, doch noch ein bisschen tiefer gehen mit dem Becken. Ich weiß noch nicht genau. Jetzt haben wir hier natürlich so eine Art Swimmingpool, wo wir dann angeln können. Ich hoffe, das klappt einigermaßen. Ich hoffe, das ist auch groß genug. Und hier könnte man theoretisch das Spaßbad runterziehen. Das mache ich dann aber eher in einer Speed-Aufnahme, weil da muss ich auch nochmal gucken, wie ich das damals gemacht habe und so weiter. Das hier kommt dann natürlich alles weg. Könnte ich eigentlich, pass mal auf, ich fange jetzt schon mal mit der Axt an. Dann habe ich hier in dieser Aufnahme wenigstens was Sinnvolles gemacht. Dann kann ich ja schon mal den Zaun wegreißen. Tut mir ein bisschen weh eigentlich, muss ich ja zugeben. Weil ich war ja so stolz drauf. Diese Art von Feld gab es ja vorher gar nicht, bevor die hier gebaut haben, diese asiatischen Erntefelder. Und inzwischen stehen die sogar in der offiziellen Minecraft-Wiki drin, wie man so Felder automatisch ernten kann. Finde ich toll, habe ich mich gefreut. So, und nein, die gab es wirklich noch nicht. Ich habe vorher geguckt, wie man automatisch Felder ernten kann. Und es gab noch keine richtige Anleitung oder sonst irgendwas. Da gab es zwar was mit Wasserschwämmen, aber das war natürlich alles immer nur für irgendwelche Eindingerfelder. Aber ich kannte das schon 10 Jahre vor dir und ich bin jetzt 9 Jahre alt. Natürlich kanntest du das schon. Ich weiß. Du hast ja auch Minecraft schon mal selber programmiert. Wolltest aber, warst nicht so geldgeil. Wolltest nicht so angeben und so weiter. So. Hier müsste ich eventuell nochmal, um das ganze Weizen da rechts oder links nicht zu verschwenden, da müsste ich nochmal mit dem Wassereimer drüber gehen. Das werde ich eh machen. Oder ich mache das dann einfach, indem ich das Holz abernte. Fertig. Das Holz, die Erde da wegreiße, meine ich. So wird es dann natürlich auch gehen. Und wir sammeln uns erstmal den Zaun. Den können wir nicht brauchen, indem wir den später nochmal da drüben bei den anderen Feldern hinsetzen, weil das müssen wir auch mit Zäunen umgeben und so weiter. Und wir haben dann noch einen Wald, den wir pflanzen wollen. Wo jetzt auch einige nicht so begeistert sind, dass der Wald schließlich auch ein paar Alpha-Bäume umschließen wird. Aber das lässt... Aber das lässt sich leider nicht anders handeln. Mann, oh Mann, ich habe wieder ein Glück mit dem Wetter. Es regnet aber auch so oft in letzter Zeit. Was denn los hier? Und weißt du, was Minecraft ehrlich gesagt noch richtig fehlen würde? Es gibt zwar eine Mod dafür, aber die ist ja auch noch relativ buggy und pipapo. Aber ich hätte hier echt gerne mal so Jahreszeiten mit drin. Wobei ich es schon irgendwie geil fände, wenn die Jahreszeiten sich natürlich auch der aktuellen Jahreszeit draußen, ne? Also der richtigen Jahreszeit anpassen. Das wäre schon toll. Ne, also wenn die Welt quasi im Winter darbt, dass man dann quasi auch hier einen Winter hat und so weiter und so fort. Kann man ja alles anhand der Zeitzonen, würde das ja alles gehen. Wäre schon sehr cool. Ja, ich weiß, hier ist es dunkel, aber das liegt daran, dass wir gerade die ganzen Fackeln noch abgerissen haben. Hier sind noch eine Menge Slabs, die wir mitnehmen können. Hier ist noch eine Menge Sand und so weiter und so fort. Da oben ist ja auch noch Zaun. Komm, den reißen wir auch gleich mal mit. Ich weiß, es ist gerade... schwarz wie im Rattenarsch, aber da können wir gerade nichts für. Hier haben wir noch jede Menge Tropenholz. Das können wir dann später noch gebrauchen für unser neues Kakaofeld. Freue ich mich auch ein bisschen drauf. Wird natürlich auch ein bisschen Speedaufnahme, pipapo. Aber dann müssen wir nochmal schnell Redstone ver... Ist ja gut. Was ich gerade sagen wollte, dann können wir noch ein bisschen Redstone verlegen und so weiter. Dann müssen wir das Kakaofeld noch anschließen. Aber wir haben ja die Voraussetzungen allesamt schon im Vorfeld geschaffen.
Das heißt, es wird gar kein Problem, da noch schnell ein Feld anzufügen. Mehr gehen leider nicht, also würden schon gehen, aber dann müssten wir halt noch wieder tiefer buddeln, noch mehr Redstone verlegen, Hebel und so weiter und so fort. Und jetzt nutze ich gerade mal einfach die Aufnahme, die Zwischenaufnahme hier mit den ganzen Shaders und so, nutze ich gerade einfach mal, um ein bisschen, naja, Kleinkrams zu machen. Wie zum Beispiel die Sachen, die wir eh machen müssen, hier zum Beispiel alles wieder abreißen. Beim Spaßbad, das kommt später alles, da ist gerade ein Zaun verlustig gegangen. Ich weiß gar nicht, wie viele Zäune wir dann haben, alter Schwede. Haben wir gut was verwurstet hier, ne? Boah. Nicht schlecht. So. Scheiße. Na, das klappt ja alles super. Ich hoffe, man sieht gerade überhaupt noch was. Ich bin gerade natürlich mitten Mann gestürzt, als ich die Scheiße abbauen wollte. Es ist gerade sehr dunkel hier. Ich weiß, ich sehe hier gerade selber nichts. Hier geht's aber raus. Ach du Scheiße, mit den Shadern war echt eine super Idee. Pass mal auf, ich probiere mal ganz kurz Folgendes. Optionen, Shaders, Test. So. Jetzt haben wir wieder die Original-Minecraft-Krams ohne Shader quasi drin. Dafür sieht sie auch ein bisschen heller aus und das machen wir dann später eben nochmal. Da war ich ja echt schlau, dass ich hier direkt so... Muss ich mal gucken, wie ich das hier alles abernten kann. Ohne, dass ich mich da auf die Fresse lege ständig. So, vorsichtig, vorsichtig. So. Oder ich mache das einfach von unten, dann bleibt die Hälfte wahrscheinlich oben liegen. Naja, ist eigentlich Wurst. Ich finde es ein bisschen schade. Eigentlich hat mir die Gegend hier ganz gut gefallen und eigentlich war das ganz cool. Aber naja, dadurch, dass wir jetzt so viele Gemüsesorten und sowas haben, haben wir die Felder halt alle nochmal neu gemacht und dafür können wir dann da alles ernten und wir können im Zweifelsfalle, falls noch was dazukommt, können wir da noch was hinzufügen. Also wenn da noch irgendwie, ich weiß gar nicht, Begonien kommen zum Beispiel. Ich meine, jetzt gibt es Karotten und Kartoffeln, was gibt es dann wahrscheinlich noch? Möhrchen haben wir dann dadurch schon. Erbsen zum Beispiel oder Bohnen wäre noch toll, dann können wir uns Tofu machen für die fleischlose Ernährung. Würde mich auch nicht wundern, wenn das kommt. Was man nicht doch alles machen kann. Vor allen Dingen beim Essen könnte Mojang noch so viele Rezepte einfügen. Ich weiß gar nicht. Das ist ja eigentlich ideal für sowas und für so Micromanagement, wenn man selber nicht nur irgendwie dauernd Viecher erlegen möchte und so weiter, sondern wenn man auch mal einfach im Kleinen so ein bisschen vor sich hin craften möchte, dann wären so Kochrezepte eigentlich genau das Richtige. Und ich weiß, es gibt eine Menge Mods und pipapo, aber ganz ehrlich, ich möchte da ja auch nicht unbedingt immer die Mods verwenden müssen. Sondern ich möchte das schon so haben, dass das direkt in Minecraft drin ist. So wie ich das mit den Shadern zum Beispiel auch gerne hätte. Damit man dann nicht immer, wenn Minecraft alle 2 Wochen neu updatet, dass man dann 3 Wochen auf die neuen Mod-Update warten muss. Bis da mal alles hochgewertet wird. Das ist mitunter ein bisschen enervierend und sich da alles zusammenzusuchen, immer neu zu installieren, bla bla bla. Die Mod-Unterstützung von Minecraft lässt ja auch ein bisschen auf sich warten. Kann mir aber auch vorstellen, dass es sehr komplex ist, da einen Mittelweg zu finden. Und vor allen Dingen bin ich gespannt, wie die ganzen Mods sich dann umstellen werden. Es gibt ja momentan auch so Modloader oder die Forge und so weiter und so fort. Also Minecraft Forge, die ganzen Mod-APIs, die sich da gegenseitig bekriegen teilweise und so weiter und so fort. Was ich ein bisschen unsinnig finde. Pipapo. Mist. Komm, den haue ich jetzt nochmal so weg. Das ist der letzte Block hier. Und dann haben wir immerhin schon mal, guck mal, da haben wir so ein bisschen Tropenholz auch dabei. Und wir haben hier das Feld schon mal abgeerntet und da müssen wir später noch alles wegreißen. Da werden wir wieder viel Erde kriegen. Und theoretisch kann man ja alles dem Erdboden gleich machen. Wäre eigentlich auch eine geile Idee, wenn man hier so ein bisschen dem Erdboden alles gleich machen würde. Und dann die Stadt hierhin erweitert. Aber da müssten wir wirklich viel, viel bauen und so weiter und so fort. Aber ich kann mir vorstellen, da könnte man auch richtig geile Sachen hinzimmern. Ich habe da schon so ein paar Sachen im Kopf, die ich gerne umsetzen würde. Dafür brauchen wir aber eben noch Bauplatz. Und natürlich aber diesmal nicht einfach so strikt wie hier bei diesem Riesending. Hier bei dieser Riesenkonstruktion. So sieht das also aus. Aha. Sondern dann natürlich auch mit kleinen Unterbrechungen und Pausen, wo wir dann mal vernünftige Sachen machen.